Mimi. Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Video. Und in dem gibt es diesmal relativ viel anzusprechen, nämlich das, was ich im letzten Video nicht mehr geschafft habe, da das Gameplay einfach zu kurz war. Und zwar, was eigentlich? Genau, einige neue Sachen wurden bekannt gegeben. Und zwar gibt es ja schon seit längerem das Update, wo ich, das heißt, das ich eigentlich auch schon mal angesprochen habe, in dem, ich glaube, es war in dem Video zum ersten Rubidium Gameplay. Aber ich bin mir nicht sicher. In irgendeinem Video habe ich schon mal angesprochen, dass es ein Update gegeben hat in Halo 4, wo sie ein Backend gemacht haben. Also, wenn ich weiß, was ein Backend ist für Entwickler ein Tool, wenn du so willst, dass man das halt es ermöglicht, einfacher Einstellungen vorzunehmen und Updates und Veränderungen an einem Programm. Das beschreibt, glaube ich, im Großen und Ganzen Backend. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen irre, aber nun gut. Übrigens, meine Lieblingswaffe in Halo 4 ist der Scattershot. Ich finde die einfach so cool. Na egal. Auf jeden Fall habe ich ja schon mal angesprochen, dass sie eben ein Backend gemacht haben, um das Waffenbalancing zu verbessern. Und wir geben mir die Muni aus. Das passiert mir so oft in Halo 4. Na egal. Weil es halt keine Waffen auf der Map gibt. Auch wieder was Blödes. Gemacht durch den Klassen, durch das Klassensystem. Aber gut, wir sind jetzt hier nicht, um gegen Halo 4 zu wettern, sondern um über Backends zu sprechen. Und dieses Backend soll jetzt dann bald seine Früchte tragen. Nämlich wollen sie jetzt dann bald ein Update releasen, oder sie sind schon derzeit am Testen, um die vier Primary-Präzisionswaffen da besser zu balancen. Also Karabiner, DMA, BA und BA, oder ich die schon genannt. Und Light Rifle, genau, und Light Rifle. So. Und hier bestünde die Chance, dass, weil sie die DMA scheinbar nicht schwächer machen wollten, weil es gibt zwei verschiedene Arten von Leute. Die erste Gruppe sagt, ja, macht die DMA schwächer, und die andere Gruppe sagt, ja, macht den Rest stärker. Und sie haben sich scheinbar für den Rest stärker machen entschieden, zumindest hieß es das in dem aktuellen Halo Bulletin. Und demnach könnte die Möglichkeit bestehen, aber wie gesagt, es ist noch alles am Testen und kann auch sehr gut sein, dass sich das wieder alles verändert, dass die DMA, nein, verdammt, die BA vorschott wird. Weil momentan töten ja DMA als auch BA als auch Light Rifle, soweit ich weiß, mit 5 Schüssen. Und daraus könnte sich dann ergeben, dass die BA jetzt wieder wie in Halo 3 vorschott wird, also mit 4 Schüssen töten kann. Wobei jetzt hier eine Einschränkung zu nennen ist. Nämlich war es in Halo 3 immer so, dass die BA eigentlich auch 5 Schüsse zum Töten gebraucht hat. Nur wenn man skilled genug war, immer auf den Kopf zu zielen, dann war es möglich, mit der BA 5 Schüsse, nur 4 Schüsse zu benötigen. Weil, wenn man mit der BA Headshots gegeben hat, dann hat es mehr Schaden gemacht. Auch beim Schild. Mit anderen Worten, wenn man immer nur Headshots verteilt hat, konnte man den Gegner mit 4 Schüssen anstatt 5 Schüssen töten. Das war dann der ominöse Vorschott, der halt immer dieses Mega-Skill war dann immer, ja man, ich vorschotte alle und dann war man voll cool und so. Ja. Aber in Halo 4 glaube ich nicht, dass dem so sein wird, denn sie haben auch genannt, dass die BA dann dafür langsamer schießen wird. Woraus ich ganz stark vermute, woraus ich ganz stark vermute, dass die BA, egal wohin man zielt, immer vorschott sein wird. Mit anderen Worten, es kann gut sein, dass es eben doch nicht so wird, wie man sich das jetzt eigentlich vorstellt, weil man am Anfang mehr als höchstwahrscheinlich sagt, ja, BA-Vorschott, voll geil, endlich ist Vorschotten wieder zurück. Aber ich glaube nicht, dass Vorschotten zurückkommen wird, sondern wenn, dann wird die BA immer Vorschott sein. Aber egal, es zählt nicht, ob er auf den Kopf schießen könnte oder nicht.
Sie ist und bleibt Forscher. Genau. Und woraus lese ich das ab? Weil sie gesagt haben, dass dafür, dass die BR dann Forscher ist, wird sie dann aber langsamer schießen können. Ja. Und das wäre dumm, wenn sie dann. Dann würde sie ja theoretisch. Dann würden nur die Leute, die gut sind, genauso stark sein wie die GMA. Und alle anderen Leute wären sogar mit der BR noch schwächer als mit der GMA. Weil dann würde sie nicht nur weniger Damage machen, sondern auch noch langsamer schießen. Also noch langsamer schießen. Also die Killtime wäre noch langsamer. Genau. Wenn ich weiß, was die hier bin ich übelst. Diese Hologramme, ich falle da end oft drauf rein. Das ist total dumm. Das hab ich entlang da gerade. Naja. Genau. Und das ist die ganze Sache. Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass das ein bisschen. Ah ja, und der Karabiner soll dann auch. Soll auch nur noch 6 Schuss benötigen und nicht mehr 7. Was ich sehr gut finde, weil der Karabiner war einfach viel zu schwach. Viel zu schwach. Ich meine, mit dem. Gut, es war schon möglich, mit dem zu spielen, aber man war, wenn der Gegner gleich gut war, dann war es so gut wie unmöglich, ihn mit dem Karabiner zu töten. Genau. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Ja. Doch, irgendwas wollte ich noch sagen letztens. Das gerade eben ging mir noch alles perfekt durch den Kopf, was ich ansprechen wollte. Aber dann musste ich natürlich anfangen zu reden, denn sonst hört ihr mich ja nicht. Und deswegen ist mein Gehirn ausgefallen. Weil Reden und Gehirn ist gleichzeitig nicht verwendbar. Na, schon ein bisschen blöd. Hier ich übrigens gegen die absoluten Noobs gespielt. Aus dem simplen Grund, das war nicht vor dem CSR-Update. Und da habe ich zusammen gespielt mit meinem Cousin. Und der ist auch noch vergleichsweise neu in der Halo-Online-Welt. Also er spielt schon länger Halo, aber wenn, dann halt immer nur offline und so zwischendurch. Und er hat sich vor einiger Zeit mal, also ich meine, das Gameplay ist auch schon relativ alt vergleichsweise, und hier war ich irgendwie AFK oder so, kein Plan. Und da hat er sich jetzt dann Xbox Live Gold-Mitgliedschaft gekauft. Und ja, und seit da habe ich dann mit ihm online gespielt. Und genau. Und da ja schon bevor dieses CSR-Rank-Update kam, gab es ja auch schon so eine Art Rangliste. Also es gab ja schon immer, also man muss unterscheiden zwischen CSR und True Skill Matchmaking. True Skill Matchmaking hat Halo nämlich schon seit Anbeginn der Zeit. Also Halo 4 meine ich. Hat Halo 4 schon seit Anbeginn der Zeit. Und das gibt es zum Beispiel auch in anderen, zum Beispiel in Black Ops 2, soweit ich weiß, gibt es jetzt auch True Skill Matchmaking. Hier war es natürlich besonders schlau, dass es natürlich genauso funktioniert, dass wenn ich mir einen scheiß Ordnance Drop rufe, dass dann jemand mit einer Powerwaffe kommt. Das war einfach nur noch bitter. Jetzt die letzten paar Tode sind alle so unnötig. Naja. Auf jeden Fall, oh hier. Hier gab's hier eine Waffe da. Wo ist sie? Nein, sie ist weg. Tja, meine Lieblingswaffe, die Scattershot. Weggespawnt. Nun ja. Ja, und zwar der Unterschied zwischen True Skill Matchmaking und CSR ist, glaube ich, CSR ist nochmal extra zum True Skill Matchmaking eine genauere Rangliste. Weil True Skill Matchmaking hat schon auch sowas wie Können, aber das berücksichtigt, also ist nicht so, ist schon auch genau, aber funktioniert irgendwie anders. Und ist ähnlich wie in Halo Reach die KKW, aka Kampfkönnenswertung. Und ja. Genau. Und weil er natürlich relativ selten online gespielt hat, wurde er als ziemlich schlechter Spieler gezählt. Ganz von abgesehen, dass er eben auch noch nicht so gut war, weil er noch nicht so oft online gespielt hat. Und deswegen kam ich da mit den ganzen Noobs zusammen. Und das war ziemlich lustig. Weil, ja, bis auf den einen Kerl, der mich da zigtausendmal mit dem scheiß Granatwerfer getötet hat, war das ziemlich entspannend, da zu spielen. Auch bei der Einführung von den CSR-Ranks, also von, wie nennt sich das eigentlich? Was heißt CSR eigentlich übersetzt? Keine Ahnung. Seit der Einführung der Wertung habe ich auch mal den gespielt gehabt, wie nennt sich's denn? Oh, komm schon, wie heißt das denn jetzt? Boah, lass ich mal überlegen. Infinity Slayer, genau, Infinity Slayer. Und die Leute dort waren so schlecht, das war Wahnsinn.
Ich hätte eigentlich mehr Gameplays rausholen müssen. Ja, als haben wir aber 1-0 geschafft. Weil ich, keine Ahnung, weil ich nicht wirklich smart gespielt habe. Aber ich spiele gerne nicht so smart. Keine Ahnung, smart und ich, das sind so zwei Dinge, die passen nicht so zusammen. Naja. Ja. Übrigens habe ich jetzt gerade eben vorhin auch noch gesehen, auf der Xbox Startseite, dass es jetzt The End für Minecraft gibt. Also, scheinbar kam dann Update raus. Ich weiß, ich habe Minecraft seitdem nicht mehr gespielt, also noch nicht gespielt. Weil letztens habe ich es eigentlich wieder mal gespielt mit dem Reaper. Hallo Reaper! Und da haben wir eigentlich ganz lustig in der Welt umhergedümpelt und jetzt scheint scheinbar, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, ein Update rausgekommen zu sein. Mit dem Ende dann. Was, ja, genau. Ganz cool ist. Ich finde Minecraft für die Xbox eigentlich immer noch ziemlich cool. Genau. Das war jetzt auch das Ende des Gameplays und damit auch das Ende des Videos. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Zu Halo 4 habe ich erzählt. Ich wette, ich habe irgendwas vergessen, was mir jetzt. Sobald ich wieder aufhöre, dieses Video aufzunehmen, fällt mir alles wieder ein, was ich vergessen habe zu erzählen. Wieso habe ich mir kein Skript. Wieso habe ich es mir nicht aufgeschrieben, ich dummer Idiot? Warum? Da liegt sogar ein Zettel hier rum und ein Stift. Ich hätte es mir einfach aufschreiben müssen. Na egal. Ja, ich sollte jetzt echt langsam mal hier das GRN-Auswertungsvideo machen. Also, ciao und tschüss, sagt der Quert.